Rose Fröhlich, echter Patientenfall mit der Fragestellung Haferflocken, warum machen die eigentlich so einen zuckersenkenden Effekt? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Zurück zum Patientenfall. Also es ging hier um die Fragestellung, dass jemand gerne Haferflocken gegessen hat und gehört hat, dass die Haferflocken ja einen niedrigen Blutzucker sozusagen machen an der Stelle. Und die Fragestellung ist, woher kommt überhaupt, dass diese niedrige Blutzuckerwirkung an der Stelle entsteht. Ihr Lieben, denkt dran, plus weg, abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Also die Haferflocke ist ja in der Regel eine Vollkornflocke und die hat sozusagen in der Mitte einen kleinen Mehlkörper und außenrum sozusagen ist ja immer oder sind immer diese Ballaststoffe. Und diese Ballaststoffe haben den Vorteil, dass sie uns einen Sättigungseffekt liefern. Die Ballaststoffe regen die Darmtätigkeit an und die Ballaststoffe, und das ist jetzt der Grund, erhöhen den Insulinspiegel nicht. Das heißt, das ist natürlich nicht nur bei Haferflocken so, sondern wenn ich Vollkorn habe, habe ich immer einen niedrigen Blutzuckeranstieg. Und weil der Blutzuckeranstieg nicht so hoch geht, haben wir eben diese niedrige Insulinwirkung durch den hohen Anteil an Ballaststoffen und den etwas geringeren Anteil an Mehl. Habe ich jetzt natürlich richtige Körner, Weizenkörner oder nehme ich nur das Mehl und backe Brötchen draus, dann habe ich je nachdem, wenn weniger Ballaststoffe drin sind, einfach mehr Zucker und dadurch mehr Insulin und dadurch eine höhere Wirkung auf den Blutzuckerverlauf. Deswegen sind die Haferflocken zum Beispiel an der Stelle eben nur langsam in den Blutzuckerverlauf, weil einfach mehr diese Ballaststoffe da sind, also vorhanden sind. Und deswegen gibt es auch immer die Empfehlung, Schwarzbrot, Mehrkornbrot, Körnerbrot, überhaupt Körner zu verwenden. Auch die Müslis in der Regel, wenn die Möglichkeit besteht, ne, mit mehreren Körnern, nicht so viel Zucker und solchen Sachen, damit wir einfach flachere Blutzuckerverläufe haben. Und bei den Haferflocken ist es eben der Hauptgrund, dass die Ballaststoffe nicht die Insulinkaskade und den Blutzucker anheben. Und daher sind sie sozusagen positiv. Es gibt eine chinesische Studie dazu. Das heißt, an der Stelle auch nochmal Studien in der Ernährung. Man muss immer gucken, wo sie herkommt und ob sie wirklich auch in das eigene Leben dann passen oder ob sie in der Umsetzung das, was in der Studie rausgekommen ist, muss nicht unbedingt immer heißen, dass das auch alles transportiert wird, sondern häufig ist es so, dass in der Studienlage bestimmte Leute ja gleich sind. Aber ich will nicht so viel über Studien reden, bin da auch kein Experte. Manchmal muss man sie lesen, damit man einmal versteht, was haben die da eigentlich untersucht. Aber das ist dieser Grund der Haferflocken. Letztendlich, Haferflocken passen immer dann, wenn ihr sie mögt, wenn ihr Appetit drauf habt. Und es gibt eben die Empfehlung, wenn man sie mag, kann man sie essen. Wenn jemand sie aber nicht mag, muss er sie nicht essen, um diesen Blutzucker zu senken. Weil wenn ich dann Obst reinmache, dann geht ja durch das Obst der Zucker eventuell auch hoch. Also von daher kommt es immer darauf an, wie man die Haferflocken verzehrt, also wie sie gegessen werden. Und wenn ich zum Beispiel Milch dazu mache, habe ich immer ein bisschen Milchzucker. Dann verändert es den Blutzuckerverlauf auch immer ein bisschen. Bei Obst oder wenn ich Müsli-Sorten habe, die mit Zucker, Schokolade oder so, dann habe ich natürlich immer einen höheren Anstieg. Oder wenn da Mehl zugesetzt wird, habe ich auch immer einen höheren Anteil, dass der dann auch dazu führt, dass der Blutzuckeranstieg da ist. Deswegen klassische Haferflocke, erstmal an sich keinen starken Blutzuckeranstieg, sondern es ist immer das, was ich dazu esse, wie ich das kombiniere, ist da noch Mehl drin oder wie ist der Zusammenhang der Speise, um die es geht. So, ihr Lieben, also Haferflocken könnt ihr gerne einbauen, halten den Blutzucker in der Regel niedrig, aber nur so lange, wie wir sie sozusagen ohne irgendwas dazu essen. Ich sage erstmal ganz lieben Dank, denkt nochmal dran, plus weg und abonnieren für mehr Content. Wenn ihr Fragen, Ideen, Wünsche habt, ja, schreibt einfach gerne in die Kommentare und ich versuche das mit einem Video, also sofern es in meiner Kompetenz liegt, gerne auch zu lösen. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und habt einen schönen Tag, eure Sandra.